Theo hat das stehen lassen. Nee, das war Hago. Theo hat das stehen lassen. Nee, das war Hago. Hä? Darf ich dir nicht? Das macht nichts. Das war trotzdem Hago. Okay. Markus, fängst du unten an, bitte? Nicht diese Bahn, weil ich fahre auf dieser Bahn. Fängst du bitte unten an. Also quasi ja, genau. An den Bergen wenden. In den Bergen. Oder halt eine Bahn versetzt, das geht auch von mir aus. Nicht ruckeln. Wunderbar. Ja, Dirk? Ja. Du hast auch den Bus-Simulator angespielt. Wie findest du das Spiel? Ist es ein gelungenes Spiel? Nö. Nee? Nee. Was einfach eindeutig zu langweilig wird. Okay. Also am Anfang war ja der Hype doch durchaus groß. Also wo ich da wann ist es rausgekommen? Mittwoch? Dienstag? Auf jeden Fall an dem Tag, wo es rausgekommen ist, waren noch sehr viele hier am Spielen das Spiel. Also ich kann dazu noch Folgendes sagen, der Bus-Simulator ist im Verhältnis zu OMSI nicht ganz so performance-lastig, aber wird extremst langweilig, weil die Fahrgäste grundsätzlich immer mit denselben Geldbeträgen die gleichen Fahrkarten kaufen. Das heißt, es steigen immer wieder Leute ein, die haben 5 Euro in der Hand. Wo eine normale Fahrkarte für 2,20 haben, sodass du 2,80 rausgeben musst. Das machst du die ganze Zeit. Und zwischendurch kommen dann zwar mal so ein paar Wochenkarten oder Senioren, aber die bezahlen immer eigentlich mit den gleichen Beträgen, sodass das Wechselgeld immer dasselbe ist. Okay. Also ist keine Variation drin, dass der statt 5-Euro-Schein dir mal 3 Euro hinlegt und du gibst nur 80 Cent raus oder so eine Dinger. Nein, immer nur Scheine. Das hast du ja ratzfatz rausgefunden, dann. Das ist ja. Genau. Zack, zack, eine mehr, der andere weniger. Ja. Wenn du so im Spiel raus bist, dann merkst du so kleine Fehler einfach nicht. Ja, und ja, du kannst zwar deine eigenen Linien dort erstellen und du kannst deine eigenen Busfahrer einstellen, die dann für dich die Kurse da abfahren, nachdem du die einmal eingefahren hast. Ja. Aber das war's schon. Kannst dann hochleveln, kannst ein paar Busse kaufen. Gibt es auch ganz irgendwelche von Fähigkeiten, so wie in ETS, die du freischalten kannst? Gibt es auch nicht, okay. Also ich dachte eigentlich, dieses Arcade-Prinzip, dass du dich direkt online mit anderen Spielern vergleichen kannst, würde vielleicht ein bisschen für Spannung sorgen. Aber dem ist scheinbar auch nicht so. Weil irgendwie, ich habe so, wenn ich es richtig verstanden habe, konntest du ja deine erfolgreichen Touren, die du abgeschlossen hast, direkt vergleichen mit anderen Spielern. Dass du sehen kannst. Du kannst auch deinen Kontostand vergleichen mit einem anderen Freund in der Freundesliste, aber. Nee, ich dachte, vielleicht kommt so eine Art Arcade-Feeling auf, weißt du? So, dass du jetzt hier versuchst, immer der Beste, Bessere zu sein und da dich. Du kannst halt auch eine Firma gründen, sodass die Leute in deiner Firma fahren, deine Freunde für dich mitfahren. Mhm. Aber. Wie gesagt, es ist halt relativ langweilig dadurch, dass es nur auf Singleplayer-Basis ist. Das heißt, du kannst nicht sagen, ihr fahrt mit 3 Mann auf einer Map rum und dann ist gut. Das funktioniert nicht. Du fährst nicht. Du fährst, jeder fährt für sich und es wird dann nur halt aufgerechnet, sonst nichts. Ja. Das wäre noch so eine Sache gewesen. Also wenn es Multiplayer wäre, wäre es bestimmt auch noch ein Stück interessanter wieder. Ja. Ja. Aber ich denke, also da ist das nicht ganz so kompliziert ist wie OMSI, hast du ja gesagt, könnte es vielleicht den Gelegenheitssimulationsspieler doch ansprechen. Das auf jeden Fall. Könnte ich mir vorstellen. Also ich meine, das Spiel, das jetzt auch kein Vermögen kostet, könnte es schon durchaus sein, dass man. Ja, für die eine oder andere Runde könnte man sich das schon überlegen, das zu holen. Ich glaube, wenn der Anhänger voll ist, wird der Anhänger rot angezeigt.
Ach so, du hast es so farblich unter und gekennzeichnet, okay. Ja, ich kann mir ja mal durchlesen, da gibt es bestimmt Changelog, Patch Notes, weiß ich was. Da steht bestimmt drin, was sich geändert hat zu dem anderen. Und das mit farbig einstellen haben wir doch auch mal gemacht. Kannst du dich daran erinnern, wo es den Inspektor noch nicht gab und wir den Inspektor umgedaddelt haben und den selber mit Farben vergeben haben? Nee, kann ich nicht. Haben wir sowas gemacht, ja. Ja. So, da haben wir doch irgendwas gesehen. Hier, guck mal hier. Ja, dann fahren wir doch das mal zum Hof. Wir müssen unbedingt Autocombine als Mod mit reinnehmen. Früher oder später. Ja, ich und rückwärts fahren. Ja, das endet in einer Katastrophe. Es gibt auch einen Mod, der dafür sorgt, dass der Anhänger, wenn er rückwärts fährt, gerade fährt. Okay. Aber sowas, so weit wird mir dann doch nicht gehen. Und der die Zugmaschine sich dann dementsprechend einlenkt. Okay. Automatisch. Was es nicht alles gibt. Aber beim 15 haben sie deutlich mehr aus den Skriptdingern rausgehauen, ne? Nur das Auto. Gab's beim 13er auch Autoload? Also so ein, dass die automatisch reingebeamt wurden, die Ballen? Ja. Ja, gab's beim 13er auch, ja. So, auf dem Weg zum Hof mit 150.000 Litern? Tonnen? Liter, ne? Das sind keine Tonnen. Ja. Liter Raps. McDonald's? Nee. Ich bin mehr der Burger King-Fan. Yes. It's true. Me too. Aber da nimmt sich in letzter Zeit nicht viel. Aber ich finde die Pommes bei Burger King einfach viel, viel geiler. Richtig. Raps wird hier nicht angenommen. Dann beiß ich aber gleich jemanden. Ja, da sieht man halt hier, jetzt sieht man das wirklich sehr schön, dass das eigentlich Häckselwagen sind, ne? Da müssen wir uns auf jeden Fall mal andere Anhänger raussuchen, weil das ist einfach nur nicht mein Geschmack auf Dauer. Nee. Also wer gute, schöne Road-Train-Anhänger kennt, kann die auch gerne im Dingsbus posten. Dann werde ich die auch mir angucken. Weil da gibt es auch schon sehr interessante bestimmt. Die wir bloß noch nicht kennen. Nikolas ist wach geworden. AFK, aber egal. Komme ich hier raus? Ich glaube, ich komme hier raus, ja. Oh, jetzt wird's eng. Tada, geschafft. Ja, ich komme gerade wieder runtergefahren. Mit dem leeren. Brauchen wir den da unten überhaupt? Nee, ne? Nee, also hier an dem Feld glaube ich nicht mehr. Haben wir unten noch Felder? Nö, dann brauchen wir den da unten auch nicht mehr.
So. Wie viel Uhr haben wir denn? Also geplant ist wahrscheinlich bis 8:45, wie immer. Und dann, wie ich heute festgestellt habe, oder mir gesagt wurde, haben wir keine Dingsbums-Folgen mehr. Tunixdorf. Also gehe ich mal stark davon aus, dass wir später noch Tunixdorf aufnehmen werden. Also heute nicht so lange da wahrscheinlich. Aber LS eignet sich eigentlich kaum für Streams, ne? Weil ich mache jetzt hier seit einer halben Stunde, dreiviertel Stunde das gleiche. Das ist irgendwie ziemlich langweilig, glaube ich. Auf Dauer. Markus, weiter. Wir haben damals, ich weiß noch, haben wir einmal den Versuch gestartet. Dirk, kennst du Transport Tycoon noch? Jo. Gibt's ja als freie Version zum Spielen. Und ich werde es nicht vergessen, wir haben es damals, ich, Werner, Ricci und Totti. Ich meine Totti. Warst du auch dabei? Ja. Okay. Ah, das wäre was. Und ich stelle das Paket wieder zur Verfügung und dann spielen wir wieder Open Transport Tycoon. Das ist ja cool. Hätte ich Bock zu. Um was geht's da? Du musst ein Transportnetz aufbauen mit Zügen, mit Bussen, mit Fahrzeugen, mit Schiffen, mit Flugzeugen. Und ja. Du musst einfach Geld verdienen oder versuchen nicht pleite zu gehen. Was aber eigentlich ja, ganz einfach ist das Spiel. Also die Grundlagen sind einfach, aber dadurch, dass du halt sehr komplexe Schienensysteme aufbauen kannst, kann das mit der Zeit doch sehr komplex werden, das Spiel. Hä? Also einfach mal eingeben, das Spiel ist nicht groß. Also ich glaube, das Paket, was wir damals verwendet haben, war vielleicht 2 MB oder 3 MB vom Paket, also das Installationspaket. Und 10 MB waren die Grafiken. Also das ist ein altes Spiel, sehr alt, aber es wird noch heute viel gespielt, weil es einfach super interessant ist. Einfach mal ein paar Bilder zu googeln, also da gibt es reichlich Informationen zu. Ja, das war schon witzig. Und Was haben wir noch? Ja, live ist. Mir wurde gesagt, ich spreche das falsch aus. Das heißt nicht live ist Feudal, das heißt live ist Feudal. Aber ich denke, ich bleibe bei meiner ersten Aussprache. Weil das zweite hört sich sehr komisch an. Auch wenn es vielleicht richtig ist. Aber das will ich ja hier keine spielen, das macht mich traurig. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich das jedes Mal im Stream erwähne und irgendjemand wird sich dann mal meiner erbarmen. Und mit mir spielen. Weil sonst spielt ja hier keiner mit mir. Es gibt so eine nette Funktion auf Steam, da kannst du 3 Freunde kaufen und dann spielt da bestimmt jemand mit dir. Nee. Das ist die OGF USA in der Version 1.2. Die spielen wir im Livestream. Dann haben wir noch die Bindelbach und die Tungsdorf. Die spielen wir im, beziehungsweise die spielt Werner im Let's Play auf YouTube. Ja, Walter, ich weiß, Walter. I have Post. Ich weiß nicht, aber Walter hat schon wieder irgendwas Gemeines gesagt. Ihr müsst wissen, der Walter ist ein sehr, sehr netter Mensch. Netter Versuch.